Was auch gut sein könnte, ist, dass die Axt weniger Prozent verliert beim Abbauen. Und dadurch dann länger hält. Also ja, wahrscheinlich. Wie sollte es sonst anders gehen? Hm. Schaufel. Die mal alle weg hier. Die stehen ein bisschen im Weg. 20%, 16%. 4% pro Baumstumpf, den wir rausholen. Wie viel verlierst du, wenn wir sowas ausgraben? Also mal testweise. Auch 4%. Hm. Na gut. So, kommt auch mit. Ja, was haben wir noch hier in der Kiste? Unser Riesenvorrat an Essen. Und 18 Blumenblüten. Die nehmen wir jetzt mal mit. Da wir nicht vorhaben, so häufig hier wieder hin zurückzukommen. Das sage ich irgendwie öfters, aber was brauchen wir wirklich noch von hier? Wir wollen die Spinnen noch irgendwann auslöschen. Und wir wollen Grassohlen mitnehmen. Aber wir haben jetzt schon fast 20 Grassohlen hier in der Farm. Und wir nehmen morgen auf jeden Fall nochmal 10 mit. Das müsste doch eigentlich reichen. Und die Hasen sind zwar eine gute Fleischquelle, aber wir haben auch die Yaks. Für Notfall. Müssen wir halt gucken, immer noch, ob die respawnen oder nicht. Aber mit denen lege ich mich erst einmal, wenn wir neue Rüstung haben. So. Es dauert noch ein wenig, bis es Tag wird, also fällen wir den Baum hier auch nochmal. Wir wollen ja auch immer noch mehr Kisten haben. Immer mehr Kisten. Oh, das wäre auch eine neue Forschung für die neue Maschine. Eine größere Kiste. Weil die 6 Slots sind doch ein wenig wenig. Jedenfalls für mich. Ich nehme immer gern alles mit und lage alles gerne. Sogar dieses komische Amulett, das wir gefunden haben. Was aber, glaube ich, echt nur ein Gag war. Also eine Anspielung auf Lands of Lore 1. Aber, so, neuer Tag. Schaufel in die Hand. Schaufel war alle. Neue Schaufel gemacht und wir haben nur noch 3 Flint. Da muss ich wirklich vorsichtig sein. Dass wir die nicht aus Versehen für irgendwas ausgeben und dann keinen Flint mehr haben, um eine neue Pickaxe zu bauen. Und dann, ja, das wäre eine unangenehme Kettenreaktion. Kommt auch mit. So, 4 Grassohlen noch. Dann zurück zur Farm. Uns da ein wenig rumtreiben. Die Nacht um die Ohren schlagen. Dann auf jeden Fall Steine einpacken. Zur dritten Insel gehen. Da dann das dritte Lager aufstellen. Dann gucken wir weiter. Ist ja auch erstmal genug vorgeplant. So, 10 Grassohlen. Wir nehmen nochmal so ein wenig Gras mit. Einfach nur, damit wir unsere Rüstung auf jeden Fall herstellen können. Und vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Fallen. Hier unten ist ganz viel Gras. Das kommt alles mit. Was wir auch noch machen könnten, bevor wir zur dritten Insel gehen, ist ein wenig Dünger sammeln. Damit wir mal diese besseren Farmen ausprobieren können. Also die schnelle und die ganz schnelle. Auch wenn wir die ganz schnelle erstmal noch erforschen müssen, glaube ich. So, wie viel Gras haben wir? 30. Wie hoch ging der Stack bei Gras? 40? Glaube ich. Das sollten wir auch nochmal vollkriegen. Nee. Ein, zwei Hasen vielleicht noch? Er ist ganz schön nah dran, das wird nichts, oder? Ah, doch. Aus dem Loch noch rausgepickt. So, du kommst mit. Du gehörst zu dem Loch. Angriff. So, schon haben wir 12 Stück Fleisch. Was mal eben 3 neue Werkzeuge sein könnten. Oh, und er ist hungrig. Im. Nee. Ich will jetzt nicht das Fleisch essen. Aber ich will auch nicht verhungern. Ja, das muss erstmal reichen. Die Samen will ich nämlich erst verkochen. Dann bringen sie ein wenig mehr. Also ja, genug hier rumgealbert. Oh, eine Karotte, die können wir gleich essen. Zack. Oh ja, genug hier rumgealbert. Wir laufen jetzt zurück zur Farm. Unser 40 Grasdeck ist voll. Noch mehr Samen, sehr schön. Und dann haben wir viel zu tun.
Müssen wir das Fleisch eigentlich wirklich kochen, bevor wir es dem Schweinekönig geben? Ich glaube, wir hatten das mal ausgetestet. Was war da rausgekommen? Ich glaube, er hatte beide Male Goldklumpen hingeworfen. Also ja, das heißt, wir können uns die Zeit sparen, das Fleisch zu kochen. Das schleppen wir einfach so darunter. Das heißt, wir braten jetzt erstmal nur fast alle von den Samen, damit wir unseren Magen schön voll bekommen. Aus dem Holz machen wir noch Bretter. Oh, wir haben 24 Stück. Das müsste doch genau für eine Truhe reichen, oder? Guck mal ganz kurz. Ein Brett war 6 Holz. Jo, können wir uns eine dritte Truhe bauen. Sehr schön. Und das Einzige, was mir echt noch fehlt, sind Wände. Ist ja schön und gut, dass das alles so freiläufig da ist. Aber ich hätte gern ein Haus. Echt ziemlich gerne. Oder ein Zelt. Obwohl, Zelt können wir erforschen, stimmt. Da war was. Aber wahrscheinlich brauchen wir dafür noch mehr Erforschungspunkte, als wir jetzt schon für die andere Maschine brauchen. Das könnte auch noch ein Grund sein, warum wir doch nochmal zurück zur Kaninchen-Insel laufen. Einfach nur, um 3-4 Stacks von den Grassohlen zu holen, um die zu verfeuern in der Forschungsmaschine. Was ja doch recht effektiv ist. So, wie ist er wieder zu Hause? Dann... Grassohlen. Könnten wir nicht hier noch eine kleine Farm dazwischen bauen? So weit kann das Feuer doch gar nicht überspringen. Ja komm, wir machen hier eine ganz enge Farm dazwischen. 1, 2. Ja, du bist so hungrig. Wir laufen ja gleich schon hin. Keine Sorge. Ich wollte das Feuer nur nicht anmachen, bevor es nicht ein bisschen dunkel zumindest ist. Ja, was soll's. Wir können es uns leisten. Wir sollten nur nicht das Holz nehmen, sonst haben wir nicht genug für die Truhe. Wir nehmen einfach mal die Kohle. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und verkochen jetzt die ganzen Samen. Oder fast alle. Da ist auch schon neuer Maiskolben. Sehr schön. Jetzt mal den Magen vollhauen. Auch wenn die dafür gar nicht reichen. Ja, wirklich nahrhaft ist was anderes. Aber was muss, das muss. Wir brauchen das Fleisch für den König. Das klingt jetzt ein wenig mittelalterlich. Ich muss noch meinen Zehnt abgeben. Maiskolben, die können wir auch mal braten. Das haben wir noch nicht gemacht. Und... können wir da schon neue Samen reintun? Nein, wir brauchen erstmal Dünger. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen rumsortieren. Tanzapfen, da rein. Oh, das Deck ist voll. Okay, pflanzen wir halt 1, 2 Bäume. Wir sollten die nicht so nah an die nächsten Farmen bauen. Sonst dienen die nur als Feuerweiterleiterung. Feuerweiterleitung. So, jetzt können wir aber... das nicht. Seile. Jetzt können wir das vierte Seil herstellen. Und damit die neue Rüstung. Die kommt aber erstmal da rein. Die nehmen wir mit, wenn wir in den Sumpf gehen. So, das war das eine. Jetzt wollten wir noch mehr Bretter bauen. Aber wir haben nicht genug für die Kiste, weil wir das Holz verbraucht haben für die Rüstung. Okay, dann halt hier auf dem Boden. So, nächster Schritt. Wir wollten den Mais verkochen. Gucken, was rauskommt. Popcorn. Wir sind bei 79. 99. Boah, Popcorn ist ganz schön nahrhaft. Komischerweise. Krass. Kommt mit. Und wir könnten jetzt ein paar Fallen bauen. Die waren leider nicht stapelbar. Also hacken wir lieber Holz, um doch noch eine dritte Kiste zu bauen. Die Bäume hier sind ja gerade schön groß geworden. Das sollten wir ausnutzen, nicht dass die gleich wieder klein werden. Oder komischerweise zerfallen, obwohl sie groß sind. Das hatten wir auch schon einmal. Dabei fällt mir ein, vielleicht sollte ich nicht unbedingt nachts Holz hacken. Was ist, wenn schon wieder so ein komischer wandelnder Baum kommt? Dann könnte ich immer nur im Kreis hier um das Feuer rennen. Da unsere Rüstung so angedeppert ist. Das kriegen wir schon hin. Außerdem ist bald wieder Tag. Komm, den hacken wir noch weg. Denn da ist gerade schon der erste Baum verschwunden.
Chop, 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 chop. So. Den Baum schaffen wir auch noch. Den anderen schaffen wir mit dieser Axt aber nicht mehr. Oh, das war knapp. So. Drei Flint. Immer schön dran denken, Gerogon. Du hast nur noch drei Flint. Bau nicht einfach wahllos Werkzeuge. So. Ah, das Fleisch haben wir. Wir haben die Sohlen angebaut. Wir wollten Dünger sammeln, damit wir unsere Farm neu bestücken können. Die sollte ja nicht brach liegen. Das ist Zeit- und Energieverschwendung. Oh, die Beerenbüsche sind fertig. Eins, zwei, drei, vier. Muss irgendwas neu gedüngert werden? Nö. So, du kommst mit. Und die sind auch fertig. Sehr schön. Dann flitze ich doch mal ganz schnell zurück zur Farm. In der Hoffnung, dass das Feuer noch brennt. Ja, das lodert noch richtig. Und dann kochen wir die gleich mal. Damit wir nicht wieder ein Auge auf unser Fleisch werfen müssen, das ja eigentlich für den König gedacht war. So, und die Samen erstmal nicht, sondern wir düngen das Feld, das Feld, das Feld und da einen rein, da einen rein, da einen rein und euch verkochen wir auch. So, damit wir den Tag über was zu knabbern haben. Noch mehr Beeren. Die sehen so aus, als müssten die neu gedüngt werden. Ah, nicht schon wieder dieses... Wo ist mein Speer? Da ist mein Speer. Komm her. Du frisst mir die ganzen Beeren weg. Dich jage ich jetzt in die Spinnen rein. Komm. Ja, du mich auch. Oh, da ist schon wieder so eine Mandrake. Die brachte richtig... Nein! Ich wollte gerade sagen, die bringt richtig viele Forschungspunkte und der doofe Sack frisst die einfach auf. Ja, dich jage ich sowas von in die Spinnen. Oder ins Meer. Was wahrscheinlicher ist, denn die Spinnen schlafen alle. So. Genau. Komm. Rück die Alraune raus. Nee, anscheinend nicht. Ja, hier sollten wir extrem vorsichtig sein, wenn wir später die Fallen auslegen. Nicht, dass wenn wir eine anstupsen, alle aufgehen. Aber gut, das war jetzt nicht so toll. Das wären, glaube ich, 100 Forschungspunkte gewesen. Aber warum war die da noch auf dem Boden? Die wäre uns doch aufgefallen, oder? Vielleicht wachsen die. Einfach so, überall mal. Das wäre natürlich sehr schick. Oh, wir müssen... mal wegschmeißen. Oder wir benutzen es einfach gleich. Genau so. Zack. Krass, komm mit. Du düngst da oben. Irgendwo waren noch mehr Büsche, die gedüngt werden müssten. Genau da. So. Dich nehmen wir auch mit. Für da unten. So, du wirst verkocht. Feuer brennt übrigens immer noch. Auch nicht schlecht. So, die Beeren werden auch noch gekocht. Platz spartechnisch. So, wollen wir jetzt noch ganz schnell da runterflitzen und da ein großes Lagerfeuer aufbauen? Könnte knapp werden. Nee, nichts riskieren. Wir sammeln das ganze Gras hier mal ein. Und bauen dann ein paar Fallen. Also wir haben noch, ich schätze mal, 2,5 Minuten. Das heißt, ich laufe kurz in Richtung der Spinnen. Stell da so 4, 5 Fallen auf. Werde sie aber noch nicht benutzen. Und später, wenn wir es dann wirklich angehen, dann können wir die Fallen von da schon mal wieder aufheben und dann richtig positionieren. So, also hier reicht mir schon fast erstmal. Wir hätten gerne eine Falle. 2 Fallen. 3 Fallen. Ja, kein Platz mehr. So, Falle, Falle, Falle. Was fehlt uns jetzt? Gras. Ja, okay. Jetzt haben wir da schon mal 4 Fallen, die wir dann später benutzen können. Und die uns jetzt nicht das Inventar irgendwie zumüllen. So, da ist noch nichts gewachsen, aber da oben ist Dünger, der kommt mit. Coole Fliegengeräusche.
also praktische, passende Fliegengeräusche.